Cannondale bietet eine Reihe interessanter E-Bikes für den alltäglichen Einsatz. Eines der günstigeren Modelle ist das 25 km/h Pedelec Mavaro Neo Active City mit Bosch ActiveLine Plus Antrieb. Der Tiefeinsteiger zeichnet sich neben der auffälligen roten Farbe Acid Red vor allem durch zwei Besonderheiten aus. So wird hier ein rahmenintegrierter massiver Gepäckträger mit Akkufach geboten und eine Hedgehog Fatty Federung vorne, die auch optisch einen sauberen, minimalistischen Designeindruck vermittelt. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch den Bosch ActiveLine Plus Antrieb, der seine Stärken einerseits in der Laufruhe hat und andererseits kräftig genug für anspruchsvolle Alltagsaufgaben ist. Dazu kommt ein 500 Wattstunden Bosch Powerpack im Gepäckträger hinten, womit man hier eine zeitgemäße Mindestakkukapazität vorfindet. Der Akku kann am Fahrrad oder auch nach Entnahme geladen werden. Über das praktisch kleine und gut bedienbare Bosch Purion Display werden links am Lenker die Antriebsfunktionen gesteuert. Geschaltet wird über eine Shimano Deore M6000 10-Gang-Kettenschaltung. Gebremst wird mittels Shimano M200 Hydraulikanlage mit 180 mm Scheibe vorne und 160 mm Scheibe hinten. Das Mavaro Neo Active City fährt sich erwartungsgemäß sehr angenehm und komfortabel. Dazu trägt auch der breite, geschwungene Lenker bei. Der Bosch ActiveLine Plus Antrieb passt hervorragend zu diesem Modell und lässt auch Geschwindigkeiten jenseits der 25 km/h leicht und ohne merkbaren Widerstand zu. Die 50 mm Hedgehog Fatty Federung vorne ist kein Komfortwunder, aber im Betrieb auf normalen Untergründen hilft es, Unebenheiten und Stöße weniger stark auf den Lenker bzw. Fahrrad zu übertragen. Das Cannondale Mavaro Neo Active City ist ein Fahrrad für Menschen, die gerne komfortabel und praktisch unterwegs sind und dazu einen kraftvollen und leisen E-Antrieb wollen. Die verwendeten Komponenten sind hochwertige Mittelklasse, die Verarbeitung hinterlässt einen sehr sauberen Eindruck. Das Fahren macht wirklich Freude, wozu der Bosch ActiveLine Plus Antrieb maßgeblich beiträgt. Insgesamt erhält man hier für 3.200 Euro ein rundes Gesamtpaket eines Markenherstellers.